Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal von Alkaufhaus. Servus. Servus hier aus Österreich. Wir verbringen hier ein paar ruhige Tage und entspannen uns. Und wie im letzten Video angekündigt, geht es heute ums Grundstück. Viel Spaß damit. Delia, dürfen wir ins Zimmer gehen? Dürfen wir mal in dein Zimmer gehen? Ist, glaube ich, ein Jahr gewesen. Ja, Leute, hier ist unser Zimmer. Wir sind im Klosterbräu Hotel in Seefeld. Wir haben hier vorne Delis kleines Reich aufgebaut. Und schaut euch bitte dieses Zimmer an. Das ist wirklich Wahnsinn. Es hat über 60 Quadratmeter. Unglaublich schönes Eichenparkett. Deswegen haben wir uns im Haus auch für Eichenparkett entschieden. Dieses Waschbecken haben wir tatsächlich jetzt auch mit den Wasserhähnen. Da haben wir uns den ganzen Stil abgeguckt. Vom Klosterbräu Hotel. Ach ja, und die Dusche. Das war auch eine Idee bei uns im Haus, dass wir so eine schöne Nische haben mit einem ganz großen Duschkopf. Viel Platz, unsere Dusche im Haus. Wunderschönes Schlafzimmer, viel Platz. Die spielt am liebsten mit den Kerzen. Und genau hier an dieser Stelle haben wir vor knapp 2 Jahren ein Foto gemacht. Und das werde ich euch mal zeigen. Genau, Schatz, ne? Da sind wir rausgegangen, da war es ganz kalt. Traumhafte Aussicht. Hier hat man einen Outdoor-Pool, wo wir gerne schwimmen gehen. Ja, ein Grundstück zu finden, das war keine leichte Aufgabe für uns. Find erstmal ein Grundstück, was zu all deinen Bedürfnissen passt. Und das auch noch in der Hauptstadt, ja? Wir hatten uns so viele Grundstücke angeguckt. Ich glaube, 10 Grundstücke, 15 Grundstücke. Ja. Und es war immer irgendwas, was uns nicht gepasst hat. Entweder war eine Hauptstraße direkt vor der Tür oder es waren komische Nachbarn. Es war einfach echt sehr, sehr schwierig. Ja, aber dann. Aber dann. Aber dann. Rief mich ein Freund an und erzählte mir, dass er ein Haus baut auf einem sehr schönen Gelände und da wären noch Grundstücke frei, ob ich nicht Bock hätte, mir das mal anzugucken. Und ich so, ey, also erstmal, woher weißt du, dass wir auf der Suche sind? Und zweitens, gib mir sofort die Telefonnummer. Und tatsächlich haben wir auf diesem Gelände unser Traumgrundstück gefunden. Es hat 800 Quadratmeter, es ist gut gelegen, hat eine tolle Infrastruktur. Wir sind also wirklich ganz schnell in der City. Kita ist dabei, was uns ja mega überrascht hat, dass sie eine eigene Kita haben. So ist Delia auch versorgt. Richtig, genau. Und ihr könnt euch mal ein paar Ausschnitte jetzt ansehen von damals. Hallo, Herr Vogt. Schlönvogt ist mein Name. Hallo. Fast die gleichen Namen. Aber nur fast. Ja, fast. Ich helfe mal ganz kurz hier mit der Kleinen. Ja, machen Sie mal. Alle Ruhe. Hallo. Ich bin der Vogt. Grüße. So, dauert alles immer ein bisschen länger mit der. Alles gut, wir haben alle Zeit der Welt. Sehr schön. Ja, gleich hergefunden? Ja. Das war kein Problem. Dank moderner Navigation ging das relativ gut. Aber ich bin ein bisschen überrascht, weil hier ist ja wirklich noch komplett Baustelle. Ist noch komplett Baustelle. Halbes Jahr sieht das ganz anders aus. Trotzdem sind schon viele Häuser aufgebaut. Ja, ja, alles neu. Ne? Ja, ja. Und klar, jetzt sieht es noch ein bisschen ungewohnt ein bisschen aus, aber wenn alles mal steht und ein bisschen grün hier ist, dann ist das so schick. Und wo wäre jetzt sozusagen das erste Grundstück? Wir stehen eigentlich fast davor. Okay. Das wäre dieses Grundstück hier. Ja. Hat 550 Quadratmeter. Nachteil, sehen Sie selbst, die Stromkästen. Da sind Stromkästen. Neben dem Grundstück oder auf dem das Grundstück? Das ist neben dem Grundstück. Im Garten. Nee, das ist an der Zaunfront. Ja, müssten Sie sehen. Selbst entscheiden, ob sie mit leben können oder sagen. Ich glaube, dass die Stromkästen am Ende des Tages gar nicht so ein Problem sind, weil du hast ja einen Zaun davor und dann noch eine Hecke und richtig. Alles. Aber tatsächlich, die Grundstücksgröße wäre ein bisschen zu knapp. Naja, das Problem ist, wenn du halt ein großes Haus baust, dann brauchst du eigentlich ja auch ein größeres Grundstück, weil du es sonst gar nicht bebauen darfst nach dieser Flächenberechnung. Richtig. Ich hätte dann noch ein Grundstück, da könnten wir uns auch noch anschauen. Okay, ja, gerne. Sehen Sie die roten Flöcke da hinten? Ja. Das ist so die Flucht für den Haus, also von dem Grundstück. Ne? Ganz hinten haben Sie wieder die Zufahrtsstraße. Ja. Ah, okay, das ist sozusagen da die Straße, die vor dem Haus dann lang geht. Genau. Und hier in die Richtung ist dann... Ist das Grundstück. Ist das Grundstück. Genau. Und wenn man jetzt mal guckt, die Wildschweine sind ganz, ganz weit weg. Super. Die finden dich hier nicht, Schatz. Die finden sie hier nicht, mit Sicherheit nicht. Schatz, jetzt weiß ich übrigens, warum ich so stark geworden bin. Aber nur auf einer Seite? Ja, nur auf einer Seite. Für uns passt die Lage, die Größe ist gut, da können wir unser Traumhaus drauf bauen.
Und der andere Vorteil ist, wir sind die Ersten, die jetzt hier stehen und sagen, wir wollen es haben. Denn hinter uns warten bestimmt 150 Leute, die sofort zugreifen, wenn wir es nicht nehmen. Ja? Jetzt passen Sie auf. Ich lasse Ihnen die Unterlagen zukommen per E-Mail. Super. Die unterschreiben Sie, schicken wir zurück. Ja. Und dann machen wir Nägel mit Kopf. Schade, wir haben ein Grundstück. Generell einfach achtet auf die Infrastruktur, Lage, 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 dass ihr, falls ihr vielleicht in 10 Jahren euer Haus wieder verkaufen wollt, dass ihr dann auch schnell einen Käufer findet, weil das sind immer die Punkte, wo nachher ein Immobilienverkauf schwierig wird, ja, wenn die Lage nicht passt oder wenn ihr zum Beispiel beim Hausbau nicht darauf geachtet habt, dass ihr noch ein zweites Kinderzimmer habt oder vielleicht so eine kleine Office-Ecke. Auf jeden Fall bei der Planung darauf achten. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ich würde sagen, tschüss aus Österreich. Ja, und ich übersetze ganz kurz, also wenn es euch gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, liked und abonniert den Alkoff-Haus-Kanal. Wir freuen uns auf euch. Tschüssi.